Hallo und herzlich willkommen zu unserem 78. Wochentag. Hallo Xenox. Moin. Wir haben eigentlich nur eine wirklich große News und Kommentare und einen Release und erstmal eine Schweigesekunde für THQ. Okay, und damit können wir unsere erste News anfangen. Ja, denn THQ ist jetzt endgültig zerschlagen, die Firma ist pleite und die Studios, die Tochterstudios und Rechte wurden verkauft. Vielleicht habt ihr die Meldung mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Jedenfalls diskutieren wir jetzt darüber, wer was sich geschnappt hat. Da wäre zuallererst mal die erste Sache, die uns wahrscheinlich auch sehr am Herzen liegt, denn Sega, die ihr vielleicht noch kennt von den Sonic-Spielen, die haben auch früher mal Konsolen gemacht, lang ist es her, und die haben sich Relic geschnappt, die Entwickler von Company of Heroes, für 26,6 Millionen US-Dollar. Genau, und auch gleichzeitig auch die Company of Heroes und Dawn of War. Nee, Dawn of War ist unklar. Also, okay, genau, da muss man dazu sagen, nämlich es sind einige Sachen noch unklar. Ich glaube auch die South Park Studios haben wohl auch gemeckert, dass ihre Rechte verkauft werden. Weil die Dawn of War Rechte liegen ja nicht bei Relic, sondern bei Games Workshop, die ja dieses ganze Universum haben. Und da kommen wir am Ende noch zu, weil es gab so, wenn wir dann darüber sprechen, was mit den Resten los ist. Mit den letzten Sachen, die neu verkauft sind. Gibt es nämlich auch ein paar kleine News zu. Ja, ich freue mich drüber, dass Relic in so einen recht kompetenten Publisher für Strategiespiele gelangt ist. Denn Creative Assembly, die Macher von Total War, werden seit Medieval 2 oder? Ja, seit Medieval 2, Rome war noch von Activision. Von Sega gepublished, also. Und Medieval 2 war noch gut. Das kann sogar seit dem Add-on zu Rome gewesen sein, wenn ich mich recht Alexander auch schon rausgekommen war von Sega gepublished. Ja, könnte sein. Also auf jeden Fall. Und ich meine, die Spiele, Medieval 2 war wahrscheinlich sogar das Beste zusammen mit Rome. Danach war es dann gut. Das liegt natürlich nicht unbedingt an Sega. Also. Nun, ich habe in der Theorie, alles, was Sega anfasst, verschimmelt. Aber hoffen wir mal, dass Company of Heroes 2 gut wird. Genauso wie Medieval 2 gut geworden ist. Hoffen wir mal, dass Rome 2 gut wird. Das sowieso. Ja. Und angeblich wird die Homeworld-Marke, nämlich was auch von Relic ist, irgendwann später mal extra verkauft, scheinbar. Ja, da haben wir auch direkt eigentlich eine News zu, die wir zwischenschieben können. Da hat nämlich jetzt wohl ein Indie-Entwickler eine Crowdfunding-Aktion gestartet, weil die sich die Rechte zur Homeworld holen wollen. Und dazu brauchen sie halt irgendwie, glaube ich, 50.000 US-Dollar oder so ähnlich. Und wollen sich also jetzt die Rechte zur Homeworld kaufen. Denn die liegen ja nicht bei Relic, wie du gesagt hast. Ja. Aber es freut mich für COH 2. Ich freue mich auf das Spiel und es soll wohl jetzt genauso einfach rauskommen, wie es auch schon in der Mache war, weil die sind ja schon recht weit im ganzen Prozess. Ja, also hat Sega quasi einfach nur das. Wahrscheinlich hatten die noch ein bisschen Geld zum Weiterentwickeln von THQ und Sega hat dann recht schnell gekauft und dann vielleicht ein oder zwei Tage, wo es unsicher war und vielleicht nicht entwickelt vorher, aber es macht ja nichts. Weil Release-Datum wird wahrscheinlich eingehalten werden. Ich hoffe, Sega sagt, ach Leute, schmeißen wir den Ingame-Store, wo ich bessere Einheiten für Geld kaufen will, die schmeißen wir mal raus. Ne? Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Die nächste Sache ist, Ubisoft kauft das Studio THQ Montreal. Und das finde ich im allerlustigsten, aber erzähl du erstmal. Und für 2,5 Millionen Dollar und fügt es zu ihrem gigantischen Ubisoft Montreal Studio hinzu. Die an sich schon irgendwie 2000 Mitarbeiter haben, glaube ich, oder so was, 1000 Mitarbeiter. Ja, THQ ist das Studio gewesen von Patrice Désilets. Ja, ist so geil. Patrice Désilets, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist der Hauptdesigner von Assassin's Creed 1 und 2 gewesen, der dann Ubisoft ärgerlich verlassen hat, weil er gesagt hat, ihr Arsche, wir haben uns vereinbart, dass wir nur eine Trilogie aus Assassin's Creed machen. Ist dann zu THQ Montreal gegangen, das Studio haben sie neu aufgemacht, ein riesiges Studio, was extrem geil ist, wirklich, muss man wirklich sagen. Ziemlich geiles Studio. Was haben die gemacht? Und, nee, die haben nichts gemacht, aber das Studio an sich ist geil, von der Location her und von den Büros her und so. Und jetzt arbeitet er wieder für Ubisoft, das ist so geil. Es hat er natürlich erkündigt. Ja, okay, aber ich meine, das ist doch geil, wenn du von Ubisoft weg willst. Ubisoft holt ihn einfach immer wieder ein. Ich glaube, die haben Ubisoft Montreal nur gekauft, um ihn zu trollen. Vielleicht. Ubisoft hat sich außerdem noch für 3,2
2,6, also Millionen US-Dollar, das Spiel, die Rechte im Spiel South Park, der Stab der Wahrheit, oder Stick of Truth, je nachdem ihr es nennt, was von Obsidian entwickelt wird, die ja Fallout New Vegas, KOTOR 2 und noch einige andere Sachen. Alpha Protocol auch, oder? Ja, super Spiel. Kauft euch Alpha Protocol. Ist Hammer. Da sollten wir ein Retro First Looks vielleicht mal zu machen. Das hast du doch, oder? Hast du das nicht? Ich weiß, ja, ich hab's aber nicht. Auf Xbox. Oh, dann machen wir keins dazu. Super. Jetzt hat aber die South Park Mutterfirma irgendwie Einspruch gegen den Kauf am Konkursgericht eingelegt. Also da ist die Lage noch ein bisschen unklar. Ja, genau. Das sind die South Park Online Studios und die meinten halt, dass sie lediglich THQ die Rechte gegeben haben und alle Rechte, also die ganzen Rechte THQ gegeben haben und eben nicht THQ die Rechte gegeben haben, ihre Rechte wieder weiter zu verkaufen. Woraufhin THQ halt dann, glaube ich, Beschwerde einlegte gegenüber dieser Beschwerde und meinte, wir versuchen ja nur uns zu retten und uns alles zu verkaufen. Was halt irgendwie merkwürdig ist, weil irgendwie wollen sie jetzt was ein paar 20.000, 25.000 Dollar haben, weil die die Rechte verletzt haben oder irgendwas. Also letztendlich ist es nur, sie wollen noch ein bisschen Geld haben, so habe ich das Gefühl, weil die würden ja sowieso einen neuen Publisher und einen neuen Entwickler brauchen. Weil, ich meine, ich glaube kaum, dass sie das selber publishen würden, wenn sie eh schon THQ hatten, dann freuen die sich ja eigentlich eher, dass jetzt Ubisoft das für so viel Geld gekauft hat. Aber sie wollen jetzt irgendwie auch Geld abhaben von dem, ich weiß nicht ganz. Also das ist halt, also wie du sagst, ein bisschen unklar noch. Ich finde es halt ein bisschen absurd irgendwie, weil die wollen ja, dass das Spiel gemacht wird. Es wäre Schwachsinn, wenn das nicht gemacht wird. Ja. Und ich meine, es sieht geil aus. Ich kann mich für South Park nicht mehr erwärmen, in keiner Form. Ich mag South Park. Ich finde es eine ziemlich gute Serie. Aber da sollten wir nicht drüber reden. Also das wieder in Disney aus, wie gestern. letzte Woche mal nicht. Take-Two hat das Spiel Evolve übernommen, was von The Turtle Rock Studios entwickelt wurde, den Machern von Left 4 Dead. Und ja, das für 10,9 Millionen, die ganzen Rechte daran, wo man jetzt nicht weiß, also ich habe bis jetzt noch nichts davon gesehen. Ich habe den Namen noch nicht mal gehört. Evolve, ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich glaube, das wurde das nicht mal irgendwann vorgestellt. Nee, nur das nicht auf, zumindest andere, nicht, zumindest nicht auf einer E3. Ja, sonst hätte ich es gesehen, also vielleicht auf einer PAX oder sowas, aber da habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts von gehört. Nee. Ja. Firma Volition Software, die ja Red Faction und Saints Row macht, wurde vor 20,3 Millionen Dollar von dem deutschen Publisher Koch Media gekauft, die auch Deep Silver als Label haben. Das heißt, die Saints Row-Reihe, wo ja Saints Row 4 in Entwicklung ist, geht an Koch Media. Nicht aber die Red Faction-Reihe, wie ich jetzt lese. Die Rechte liegen wohl noch bei THQ. Die hat okay, Koch das Media heißt, wohl die will keiner haben. Ja. Die hatten kein Geld. Die Koch Media ist zwar ganz groß, aber so riesig sind sie ja auch nicht. Ja, man muss ja dazu sagen, THQ hatte ja gesagt, nach Red Faction 3 Guerilla war ja ein super Spiel, auch wenn Kaiser es nicht richtig gespielt hat und dann dem Spiel die Schuld gegeben hat. Ich fand's aber gut, also trotzdem. Der Nachfolger war ja dann nicht mehr so grandios. Nee, ja, Red Faction 4 Armageddon war richtig beschissen. Das war ein total linearer Third-Person-Shooter. Was ja, okay, die ersten beiden Red Factions, die indiziert sind, oder nicht mehr, keine Ahnung, ist ja auch egal. Die waren linear. Die waren lineare Ego-Shooter. Ja. Ja, habe ich mal, hast du mir mal, glaube ich, als die, bei Steam sind die ja leider immer noch indiziert, deswegen hast du, als du mal irgendwie in den USA im Urlaub warst, mir mal das in den ersten Tag gegiftet oder so. Ja, die Geschichte. Das passiert, wenn man dann im Urlaub noch skypt und dann gerade sagt, ja, ich habe ja Steam drauf, ich gifte dir das gerade mal. Aber der dritte Teil, der war ja dann... Ja, genau, der war dann super. Aber der vierte Teil, ich habe die Demo gespielt und ich habe mich so abgeturnt und das Spiel war ein totaler Flop. Ist nicht gut bei der Presse angekommen, nicht so wirklich gut und ist auch finanziell nicht gut angekommen. Da hat THQ gesagt, so, die Serie liegt ab jetzt auf Eis. Tja, da sieht man es mal wieder, ein Spiel hat ein Franchise gekillt. Ja, und aber ich meine, das ist auch eigentlich ganz lustig, denn das ist auch einer der Spiele, die THQ gekillt haben. Weil die hatten diese ganzen Pleiten in der Reihenfolge. Homefront, Red Faction, Armageddon. Ja. Na, du weißt, was ihnen das Genick gebrochen hat, ne? U-Draw. Ja. Du hast keine Ahnung davon, oder? Doch, das ist dieses Zeichenbrett für die... Richtig, das war auf der Wii total erfolgreich. Und dann wollten sie es aber in Massen für die anderen Konsolen rausbringen. Und das ist so hart gefloppt. Auf den Xbox und 360 und PlayStation. Es ist so hart gefloppt. Und sie sind auf diesen Dingern sitzen geblieben. Und
haben es neben ET-Konsolen-Cartridges in New Mexico vergraben. Ja, das kann man natürlich machen. Ja, Saints Row 4 wird also weiterentwickelt. Ist ja in der Entwicklung, es ist ja Gerücht, ist ja bestätigt worden, dass das Spiel in der Entwicklung ist. Und das wird dann wohl von der Marke Koch Media kommen. Hoffen wir nur, dass da nicht zu viele Eingeständnisse der USK gegenüber gemacht werden müssen. Ja, und vor allem... weil das Ding ist ja, Koch Media als deutscher Publisher sagt bestimmt, ja, wir wollen das unbedingt auf dem deutschen Markt haben. Also. Obwohl Koch Media eigentlich eher Europa gesinnt ist. Weil, ja, also ich gebe dir recht. Hoffen wir, dass sie das für den Europamarkt und auch für USA entwickeln, dass sie da schlau genug sind. Weil das Spiel ist wie nur lustig durch Dildos. Ich glaube, das meinte Cliff Kaczynski auch. Der hatte irgendwas... Das Spiel ist... Ich mochte Saints Row 3 nicht so sehr. Ich mochte Saints Row 3, aber es war viel zu abgedreht. Es muss, also, das Ding ist, es war nur noch dummes Rumgeblödel. Ich meine, der zweite Teil, den ich auch gespielt habe, der war auch noch sehr abgedreht und lustig, ne? Aber der war auch sehr ernst und teilweise auch sehr düster. Ja, du hast recht. Ich hab mich verlesen bei deinen News. Cliffy B. meinte, Saints Row ohne Dildos wäre GTA ebenwürdig. Also er sagt, der wäre sogar besser, wenn das nicht so schwachsinnig wäre. Ja, ist es auch, dieses mit den Dildos. Ich meine, hat mich jetzt nicht übermäßig gestört, auch wenn ich den Penetrator eine scheiß Waffe fand. Habe ich jetzt nicht übermäßig gestört, aber das Spiel war einfach nur noch so, es war zwar lustig, aber es war zu abgedreht, zu blöd lustig, weil im zweiten Teil, da hat man lustige Elemente. Da haben aber auch harte Elemente, wie zum Beispiel Carlos, der von der einen Gang getötet dadurch wird, dass er an einem Abschleppwagen rangehängt wird hinten und einmal um den Block gefahren wird. Oder eben Rache an der Freundin, des Gangsbosses, indem man sie entführt, in ein Auto legt und dann das Auto in den Hindernisparcours stellt, wo der Freund einen Monster-Truck-Rennen macht. Weißt du, und dann fährt er halt über diese Autos drüber, wo seine Freundin drin liegt, und dann steht da der Protagonist und klatscht dann, und der sagt dann, ja, warum klatscht, und dann wirft er eben den Schlüssel zu für das Auto, und dann findet er seine tote Freundin, die er gerade überfahren hat. Und solche harten Szenen, das war immer noch sehr hart und cool, aber gleichzeitig auch noch lustig in manchen Aspekten, wie zum Beispiel, wenn sie dann bekifft sind oder sowas. Mhm. Und das fehlt mir halt, aber das Blöde, das Dumme, Lustige ist noch drin, aber das Düstere haben sie irgendwie rausgecuttet, gegen irgendwie... dass man den Colonel spielt und der sagt dann zu seinem Assistenten, dass er schwul ist. Ja. Ich habe Saints Row 3 noch nicht durchgespielt, weil ich glaube, das habe ich dir mal ausgeliehen. Das würde ich ganz gern zurückhaben. Ja, das ja. Und jetzt sag nicht, dass es auf dem Postweg verschwunden ist. www.ebay.com Ihr könnt jetzt die Originalversion aus England kaufen, von Kaiser. Ja, schön, zum Glück unzensiert. Naja, Koch Media hat übrigens noch was anderes gekauft, nämlich für 5,9 Millionen Dollar Metro 2033, Metro Last Light und Metro 2034. Also das Metro-Spiel, was jetzt in Entwicklung ist, und das, was danach auch noch kommen soll, haben sich jetzt die Rechte dran gesichert. Da freue ich mich dann, weil Metro, ich fand 2033 eigentlich sehr, sehr cool. Ich fand es geil, wie die Cutscenes aus der Ego-Perspektive so flüssig waren. Das hat mich irgendwie fasziniert. Das hat man nicht so vielen Shootern. Ich freue mich darauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Die Marke Homefront geht für 500.000 Dollar an Crytek. 500.000, das muss ich mir überlegen, wie günstig das ist. Hätten wir uns kaufen können. Ja, nee, aber mit Spielgeld. Man muss dazu sagen, Crytek wurde schon beauftragt, von THQ Homefront 2 zu entwickeln. Die haben den Auftrag bekommen und haben, glaube ich, auch sogar das Entwicklerstudio gekauft von die haben zugemacht. Oder, nee. Nee, schon, ich glaube, Crytek hat das Studio schon vorher übernommen, oder? Ja, das kann sein. Aber ich stelle mir das so vor, wie die Yelly-Brüder morgens am Essenstisch sitzen und ihren Kaffee trinken und so, schau mal, THQ verkauft die Rechte. Sollen wir das kaufen? Machst du die Zeitung so runter, guckst deinen Bruder so an. Ha, 500.000. Okay, machen wir mal. Ja. Und ich meine, Homefront 1 war scheiße. Ich hoffe, dass Homefront 2 besser wird. Ja, ich meine, also sie haben es ja schon vorher entwickelt, also. Da schauen wir mal, ob da was Gutes bei rauskommt, hoffentlich. Hoffentlich ist es besser als nur ein Radio für 70 Euro. Ja, also, und zu guter Letzt, Quatsch. Angeblich soll die WWE-Titel, weil das ist ja das Wrestling, was auch von THQ gemacht wurde, das hat angeblich Take-Two auch gekauft, beziehungsweise 2K Sports, ihre Marke, die ja viele Sportspiele rausbringen. Und laut Twitter der WWE
wird es in Zukunft auf jeden Fall weitere WWE-Spiele geben. Also. Okay, also für alle Leute, die die Spiele spielen, die ja, es gibt ja durchaus eine Wrestling. Genau, und die sind ja auch nicht schlecht, also, aber das ist natürlich cool zu wissen, dass das auch eine gute, also hätte ihr vor EA Sports hätte das gekauft, dann wäre es scheiße geworden, aber 2K oder und vor allem 2K Sports, die machen ja wirklich gute Spiele, hatten wir auch ja auf dem Video Game Awards, die haben ja auch da abgesahnt. Ja, also wenn ihr euch ein Basketballspiel kauft, kauft euch nicht NBA 12 von, oder NBA 14 von EA, kauft euch NBA 2K14 von 2K Games, das ist viel besser. Beziehungsweise 13. Weil 14 ja erst noch rauskommt. Aber ja, also da muss man wirklich sagen, da hatten wir aber schon drüber gesprochen, dass EA ja da wirklich auf dem absteigenden Ast ist. Ja, und wir zu guter Letzt. Noch, genau, wir hatten noch eine Sache, die South Park-Spiele, oder? Nee. Nee, die hatten wir eben gerade schon. Nämlich Vigil Games, die Entwickler von Darksiders, haben bis jetzt keinen Abnehmer gefunden. Oh. Und zwar hat sich irgendwie der Hauptchef von Platinum Games, also die machen ja bei, haben ja Bayonetta gemacht und Vanquish, der hat sich gesagt, Schnäppchen können wir vielleicht kaufen. Hat er auf Twitter gemeint, aber es ist nicht ganz sicher, weil es muss ja was übersetzt werden und so grob kann man das vielleicht rausziehen, aber es ist nicht ganz sicher, ob das ernst gemeint war. Ich fand Darksiders 2 war eigentlich ein cooles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Es hat ja durchaus positive sowie negative Ansprüche, also Aussagen bekommen. Ich fand, das war eigentlich ein sehr schönes Spiel, von der Atmosphäre her vor allem an einigen Stellen. Hat mir das eigentlich extrem gut gefallen, auch wenn man hätte einiges besser machen können. Ist schade irgendwie drum, weil die Serie war eigentlich auf einem guten Weg, muss ich sagen. Also es gab durchaus kritische Stimmen zu Darksiders 2. Ja, ich weiß, ich kenne das also aus der Fachpresse wie von Freunden. Da hat ja auch der eine gesagt, so, ja, der erste war irgendwie besser oder der zweite war nicht mehr so gut. Ich habe den ersten ja nicht gespielt, nur angefangen zu spielen. Ich fand es eigentlich jetzt, ich fand den zweiten eigentlich extrem geil, also vor allen Dingen so die Kulissen war halt irgendwie extrem cool. Ja, und das wurde halt bemängelt, dass es im Gegensatz zum ersten Teil generischer Mist ist. Ja. Na gut, das ist halt das Problem, wenn man den ersten nicht gespielt hat. Ja, ich habe bei dem ersten so in der Mitte aufgehört, weil da hat mich irgendwie die Motivation verlassen. Ich weiß nicht, ich habe nach ungefähr 10 Minuten aufgehört, weil ich nicht weitergekommen bin. Das ist ziemlich erbärmlich. Ja, das stimmt. Ja, und für die restlichen Firmenchef Jason Rubin der sagt, Chef von THQ. Ja, Ex-Chef. meint, dass für die restlichen Marken, die noch im Portfolio sind, sowas wie Homeworld, findet mal sehen, Red Faction und die Darksiders-Macher, es wird noch einen separaten Verkaufstag für die geben in den kommenden Wochen und dann schauen wir mal, wer das bekommt. Und die Warhammer-Lizenz eben, Sega wich aus bei der Presseanfrage, und Games Workshop hat komplett Kommentar verweigert. Also die haben ja, die gesagt, haben ja die Rechte, also denen gehört ja diese, ja. Und das ist eben, was Dings ist, Sega hat sich vor kurzem, es gibt ja nicht nur Warhammer 40k, das ist ja das im Weltraum, es gibt ja auch die Warhammer-Lizenz, das sind ja auch, ist ja auch eine Fantasy-Serie. Warhammer an sich ist ja eine Fantasy-Serie. Und kürzlich hat sich Sega nämlich die Rechte an der normalen Warhammer. Deswegen, okay, zum Beispiel gab es ja auch das Warhammer Online, gab es ja auch. Ja, und diese normalen, es gibt ja auch Warhammer Strategiespiele normale. Und das ist übrigens eine News, die ist schon letztes Jahr gefallen, deswegen, die haben wir damals nicht gebraucht, weil es irgendwie in unsere Downtime kam. Aber auf jeden Fall hat Sega die normale Warhammer Fantasy Lizenz und da wurde auch gesagt, dass in Zukunft von Creative Assembly ein paar Warhammer Spiele kommen sollen. Okay. Okay, ja, also cool. Normale. Und da ist dann eben die Frage, ob jetzt, also dann hätte Sega halt beide Warhammer-Marken im Haus. Und da mit Creative Assembly, das ist eigentlich ein dickes Strategie-Dings. Creative Assembly macht Total War und Warhammer Fantasy und Relic macht Company, COH und Warhammer 40k. Ja. Das ist schon geil. Das wäre schon ein dickes Bündel. Naja. Und dann hat Sega auch endlich die ganzen Marken für den westlichen Markt, die ganzen Titel. Ist das eigentlich immer so ein Problem, dass die. Ich weiß gar nicht, was Sega sonst noch hat. Ich weiß, haben halt einfach nichts. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass Sega. Das nächste Spiel, was ich von Sega weiß, ist nämlich Aliens Colonial Marines. Weil diese Alien-Lizenz, Spiele zu Aliens zu machen, zu Freshers, gehört Sega und damit haben sie ja Gearbox beauftragt. Das ist aber das einzige Spiel, was ich in der nächsten Zeit weiß, das rauskommt. Also sonst hat Sega ja nicht ganz so viel. Außer eben ihre ganzen Sonic-Müll, den sie irgendwie rausbringen.
Haben die nicht einfach auf dem japanischen Markt irgendwas, was einfach nie bei uns rauskommt? Kann das sein? Dass die einfach da publishen? Also, dass die quasi wie, dass sie es einfach da vertreiben oder sowas? Weil ich weiß zum Beispiel, dass die haben ja ihre Deutschlandstelle sogar geschlossen, glaube ich. Sega und ja, die, haben die vertreiben ja auch nicht mehr in Deutschland. Also das heißt zwar immer noch Sega, aber ich glaube Koch Media so vertreibt die sogar. Ja. Ja, das ist irgendwie. Sega, aber Sega lebt immerhin noch. Also. Ja, ich meine, haben sie gut überlebt. Ihre Yakuza. Ihre Yakuza. Oh, stimmt. Richtig. Yakuza ist ja gut, ihr dickes Ding, das hier fast in Japan rauskommt, wovon der Gregor von Game One ja immer schwärmt. Ja, und sonst, ich gucke mir ja gerade die Liste durch irgendwie. Ja, das ist einfach. Also Sakura Wars kenne ich. Aber das sind die ganzen japanischen Titel, die eher in Japan rauskommen. Panzer Dragoon, Fantasy Star, das sind alles alte Serie. Ja. Und aber wenn da Neues rauskommt, dann kommt das auch erst in Japan raus. Oder das kommen in Japan, in den letzten Jahren sind Spiele rausgekommen, die in Europa nicht rausgekommen sind, weil da Sega dann irgendwie auf dem heimischen Markt bleibt. Lass uns aber zu Spiele kommen, die rausgekommen sind diese Woche. Hm. The Cave für PC, PS3 und Xbox ist ein Adventure von Ron Gilbert. Ja. Und übrigens auch von Sega gepublished. Double Was? Fine Productions. Ach, das ist von Double Fine gemacht. Ja, da hat Ron Gilbert sich mit dran gesetzt. Die Double Fine ist doch von Tim Schäfer. Genau. Und die haben eine meiner Lieblingsspiele gemacht. Double Fine? Double Fine. Ja klar, die haben doch Brutal Legend gemacht, oder? Ja, weiß ja. Ich weiß nicht, scheiße. Das war voll gut. Aha. War das Strategiepart auch gut? Nein. Aber das war eigentlich der ursprüngliche Part, ich weiß. Ich weiß nur, dass Ron Gilbert sich irgendwann in Blog geschrieben hat, irgendwie und gesagt hat, hey Fachpresse, ihr versteht diese Strategiepart falsch, ruiniert mit euch mein Spiel. Tim Schäfer, ja. Ja. Wo er dann sagt, ja. Ey Leute, ihr versteht diesen Strategiepart alle falsch, scheucht mir euch meine Kunden weg, ich habe kein Geld. Wo soll ich denn Geld herbekommen? Soll ich einfach nach Spenden fragen? Das funktioniert doch nie. Ja, genau. The Cave ist ja finanziert worden durch Spenden, richtig? Ist es echt schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die haben auf jeden Fall, hat er ja Kickstarter gemacht, der Tim Schäfer. Ja, aber für ein anderes Spiel, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Lass uns doch zu Kommentaren kommen. Da hatten wir nämlich zwei und wir haben schon 22 Minuten geredet. Roter Morgen 2 schreibt, wir hatten letztes Mal gesprochen über die Stimmen von Lara Croft. Und wir könnten uns ja immer noch nicht so ganz entscheiden. Ich meine, haben gar nicht hört sich ganz gut an. Du findest sie nicht ganz so gut. Du hast recht, wir haben seitdem nicht drüber geredet. Jetzt hör auf, die Illusion zu zerstören. Was gibt's da noch zu sagen? Also? Roter Morgen 2, das ist, pass auf, Roter Morgen 2 sagt nämlich, er findet beide Stimmen unpassend, obwohl die deutsche noch schlimmer ist als die englische. Ja, damit geht er mir recht. Einfach ohne Ton spielen mit Untertiteln, dann schätze ich, oder? Mhm. Und Devil's Swear, der sagt auch, beide Stimmen sind scheiße. Und ihm hat aber allerdings die deutsche etwas besser gefallen. Also jeder anscheinend hat einen eigenen Geschmack. Ja, eigentlich beleidigt er ja beide und deswegen gibt er ja auch mir recht. Und ja, alle geben dir recht und er hat noch eine Frage und zwar, was halten wir von Uwe Boll? Ich muss zugeben, auch wenn man gerne hasst, ich habe wenig seiner Filme gesehen. Ja, ich habe noch gar keinen einzigen Uwe Boll-Film gesehen. Ich habe Far Cry gesehen, der war furchtbar scheiße. Ich habe mit Kumpels, hatten wir mal Bock, irgendwie an einem Abend was zu gucken, was lief da gerade irgendwie auf RTL damals. Dungeon Siege, Schwerter des Königs mit Jason Statham von Uwe Boll. Der war auch furchtbar beschissen. Ich halte filmisch sehr wenig von ihm. Meine Meinung über ihn persönlich hat sich aber ziemlich gewandelt, seit ich den Game One Plauschangriff gehört habe. Mag es ja nicht, weil ich für andere Sachen Werbung mache. Aber ja, ist okay, den höre ich auch manchmal. Ja, den Game One Plauschangriff. Hört euch mal den Game One Plauschangriff an zum Thema Videospielverfilmung. Das ist irgendwie ein 8-Stunden-Podcast, weil den hat er zweimal aufgenommen. Einmal mit Chris und Wolf und einmal mit Daniel, Eddie und Simon. Und hört euch mal den Part an, wo Gregor mit Chris und Wolf über Uwe Boll redet. Weil die haben nämlich auch Interviews mit ihm geführt. Und das soll wohl, auch wenn seine Filme schlecht sind, ein sehr netter Typ sein und voll und gerade raus macht sein Ding und lässt sich nicht beirren. Und eigentlich klang das schon
menschlich her eigentlich recht in Ordnung, auch wenn seine Filme natürlich immer noch scheiße sind. Ja, was ich dazu sagen kann, ich habe noch gar keinen einzigen Film gesehen. Ich weiß nicht, alles, was man hört, ist eigentlich, dass seine Filme scheiße sind. Dann mache also, ich auch noch ein bisschen Werbung für unsere Far Partnerseite. Far Cry war echt nicht geil. Ja, war auch nicht. Unsere Partnerseite Film-Panorama, also Filmpanorama, die haben ganz viele Uwe Boll-Reviews schon gemacht. Die haben da wahrscheinlich eine bessere Meinung als wir drüber. Ja, weiß ich nicht. Er macht halt scheiß Filme. Das ist alles, was man hört, so in etwa. Ja. Ich meine, aber interessante ja mal, Frage, muss ich sagen. Interessante ich Frage. Ich kann ja mal einen kurzen Ausschnitt geben, nämlich. Nee, lass mal. Nee, warte, ich kann es kurz wiedergeben, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Was Wolf nämlich erzählt hat, der meinte nämlich, er hat, Uwe Boll hat ihm erzählt, dass ihn das furchtbar aufregt mit den Managern, mit den Banken und so. Und dann, das kotzt ihn so an, er will einen Film machen, wo ein Typ geht, der Manager, der es bereut, was er getan hat, in den Bank geht und Amok läuft und einfach alle umballert. Hört sich spannend an. Hat der Interviewpartner ihn gefragt, also Wolf hat ihn gefragt, ob er nicht findet, dass es irgendwie falsch aufgenommen werden kann. Irgendwann hat Uwe Boll wohl gesagt, es ist mir scheißegal, ob das falsch aufgenommen worden gewandt. Ich will einen Film dagegen machen und ich will die alle sterben sehen. Oder abgeknallt sehen auf der Leinwand. Ob das ein freundlicher Mann ist, weiß ich dann nicht. Aber ja, ich finde es gerade bewundernswert, dass man einfach sagt, es ist mir doch scheißegal, was die Leute sagen. Ich will diesen Film machen. Ja, ich meine, das geht mir so gegen den Strich. Ein Stück weit kann man aufnehmen, jeder sagen. Ja. Kann man aufnehmen, wie man will. Er ist mir durch ein bisschen sympathischer geworden, muss ich sagen. Hört euch den an, Game One Plauschangriff, Videospielverfilmung, der Teil mit Chris und Wolf zum Uwe Boll. Ich glaube, da bei Game One auf dem Blog sind Zeitabschnitte, wenn ihr einfach noch reinhört. Oder hört euch ihn ganz an, also wenn ihr 8 Stunden mal nichts zu tun habt. Ja, ja. So wie wir. Denn wir gehen jetzt auch wieder in den Ruhemodus, bis wir unser nächstes Video hochstellen. Und dann sage ich, denkt daran, Kommentare zu schreiben, interessante Fragen zu stellen. Dann kommt dann auch einiges noch. Ich mag solche Fragen, muss ich jetzt ehrlich sagen, die auch mal vielleicht nicht Videospiele sind oder nur ein bisschen mit Videospielen zu tun haben. Wenn ihr Fragen stellt, dann beantworten wir die höchstwahrscheinlich auch. Und ansonsten würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns verbreitet. Wir haben jetzt 580 Abos, was ziemlich geil ist. Und würde ich sagen, tschüss. Und sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben einiges noch an Videos in den nächsten Tagen, Reviews. Ja, wenn falls ihr euch gefragt habt, Games Panorama, sind die inzwischen tot? Also irgendwie, da kommt ja nichts mehr. Nee, wir leben. Genau, wir haben ja jetzt gerade Downstaffed im Review hochgestellt. Ich habe noch zwei Reviews habe ich noch. Du hast noch was. Und ich dann noch, kommt nächste also Woche auch wieder was raus. Also. Preview, Test, Retrofuss, Lux habe ich alles im Ausblick. Ich habe mir jetzt auch meine To-Do-Liste angeschafft und die arbeite ich gerade ab. Und da kommt, die nächsten Wochen sehen auf jeden Fall, da kommt Content. Keine Sorge. Also das Jahr 13 startet schon mal ganz gemächlich. Aber dann zieht's gut an und dann würde ich sagen, machen wir mal aus und arbeiten weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weise mal darauf hin, wir haben einen Facebook, den könnt ihr liken. Wir haben einen Steam, könnt ihr beitreten. Wir haben einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Wir haben YouTube, das könnt ihr abonnieren. Den ganzen Scheiß. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Braucht ihr auch, damit dann umgegrabene Pflanzen wieder anfangen zu wachsen? Und so entwickelt sich dann irgendwann eine kleine Basis für euch, sage ich mal. Was auch sehr wichtig ist, was ihr auf